Hallo, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu God of War. Ja, so geht's. Jawohl, das hat geklappt. Das war ging besser, als ich dachte. Sie haben 1-3 Hörner. Ach Mann, das ist doch so doof. Ich habe schon ewig nicht mehr gelevelt irgendwie. Guck mal, wie schwach ich bin. Das ist doch Mist. Die Ketten sind zu kurz, Mann. Doofe kurze Ketten. Hä, aber hier bin ich doch hergekommen, oder? Hier musst du nicht wieder zurück. Doch, da ist das Schiff. Ja, da ist das Schiff. Oh, jetzt kommt bestimmt irgendeine Cutscene. Weil wenn ich den Stein wegräume, das ist doch immer so. Was ist das da oben noch? Hat das irgendeine Bewandtnis? Da leuchtet doch was. Spielt das eine Rolle? Leuchtende Statue. Na, wir gucken mal. Dann lernen wir uns mal das jetzt hier. Oh Mann, jetzt müssen wir. Jetzt kommen wir aufs Schiff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Kratos ist macht einfach alles. Lass mir ein wenig Raum. Also mal alles kaputt machen hier. Du hast schon genug getan. Naja, es ist aber auch ein Kind, Kratos. Das muss er. Oh. Das war unnötig, mich jetzt zu heilen, oder? Man muss doch mal sagen, der ist ja nun mal ein Kind. Du kannst ja auch nicht erwarten, dass er die Verantwortung sieht. Er wärmt sie auf. Das ist auch schlau. Komme ich nicht hoch? Na, jetzt bin ich gespannt. Hisst die Segel. Jawohl. Jetzt haben wir einfach auf dem Boot in Helheim. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahn erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladniere? Stein auf. Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Jetzt brennt gleich das Segel. Uncool. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Na, jetzt müssen wir das Boot befreien. Vom Eisberg. Komm ja bloß hier eigentlich. Im allerersten Teil God of War auf der PlayStation 2 hat man am Anfang auf so einem Boot gestanden und musste gegen ganz viele Figuren kämpfen. Ich will ja nicht unschuldig sein. Dein Vater denkt nach. Ich will ja nicht unschuldig sein. Dein Vater denkt nach. Ich finde das einfach, also wirklich, die. Hier kann man nichts mehr machen. Die Gespräche sind einfach so phänomenal, ne? Na, wo sitzen wir denn jetzt auf? Wo können wir denn jetzt hier mal ein bisschen. Mit Kraft. Ich mach's mal einfach alles kaputt hier. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Also wir sitzen auf dem Eisberg. Wir werden das Boot also runterschieben müssen. Also da müssen wir das Boot sicherlich verlassen dazu. Auf wo? Oder muss ich hier hochklettern vielleicht? Nö. Kann er nur an solchen Stellen hier irgendwie runter? Hier
Ja, am Segel kann ich auch nichts machen. Ja, wir sind doch aber hier aufs Boot drauf gekommen, ne? Irgendwo. Da ist doch die Planke irgendwo. Da laufen wir mal ganz entspannt hier überall lang und gucken, ob da ein weißer Punkt auftaucht. Gibt's hier nicht. Das hier, hier ist ein weißer Punkt. Verschlagen? Mach deinem Vater Platz. Mach deinem Vater Platz. Dann sind jetzt die Segel lose. Mach mal jetzt einen Luftballon draus. Komm, lass mich raten. Wir machen jetzt einen Heißluftballon draus, hä? Dann aber hier noch eins. Warte, warte, warte. Ne, hier nicht. Ich kann jetzt hier hinten irgendwie an der Winde ziehen. Du hast die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Und jetzt machen wir einen Heißluftballon aus dem ganzen Ding. Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Ist ja geil. Die Wärme fängt sie jetzt da drin. Der Mast hinten, Keule. Keule. Wir schweben. Die Hitze von den Hallo Marcel. Wir schweben tatsächlich. Wir fliegen jetzt den Wasserfall gleich hoch. Pass mal auf. Wo bleiben wir jetzt wieder hängen? Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ah, hier ist was zum Einfrieren. Das heißt... Jetzt sind wir erstmal oben. Jetzt sind wir oben und jetzt... Und mal ganz kurz habe ich hier. Ich habe es jetzt eingefroren. Ich habe es oben eingefroren. Unser Boot hängt an der Brücke fest. Kann ich wirklich nicht helfen? Ich sagte, bleib auf dem Boot. Ich bleibe auf dem Boot. Ach so. Da unten ist ja ein Rad. Aha. Okay, jetzt kommen wir erstmal hier lang. Ja, das nehmen wir alles mit hier. Immer her damit. Immer her damit, Ski. Aber jetzt, das war sinnlos. Es kann ja wieder das Ding wieder hochfahren oder runterfahren. Warte mal, das ist. Ja. Das hat keinen Sinn, ne? Also, wir hängen an der Brücke fest. Da, an der. Dann hat das was damit zu tun. Ne? Dann fahren wir es wieder runter. Ja, das war auch schlau. Wie fahren wir wieder runter? Springe ich hier einfach runter? Ey, komm. Achso, guck mal, was ist das? Okay. Aha, also müssen wir wieder runterklettern sozusagen. Also muss ich jetzt da hoch, das oben einfrieren, wieder runterklettern. Aber ich nehme erstmal mit, was wir mitnehmen können, alles. Und dann muss ich die... wenn ich jetzt hier dran drehe, dann kommt doch die Brücke hoch. Ach so. Es hat geklappt. Wir sind frei. Warte dort auf mich. Da war ich zu schnell. Eine Hexe, nein! Mach dir mal nicht auf den Sack! A
Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Okay, E drücken. Habe ich nicht gerade eine Hexe gehört? Ich dachte schon, die ist bei Atreus auf dem Boot. Geschafft! Ist frei! Ja, meine Axt hängt noch da. Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nee, wirklich jetzt? Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Himmel von Helheim. Ja, okay. Eisberg! Backbord! Festhalten! Ja, okay. Wieder irgendeine Figur? Das sind ja jetzt. Das ist ja nur ein nerviges Gelump hier. Die sollen ja bloß ein bisschen nerven. Antriggern. Atreus sauer machen oder so. Na, ist aber Glück, dass mein Seil zu kurz ist. Von der rechten Seite! Ich meine Steuerbord! Das Feuer ist aus! Steuerbord! Das Feuer, die machen das Feuer aus? Kühlen die das etwa? Entziehen die etwa die Energie? So ist das übrigens in Teil 1 von God of War auch gewesen. Ganz am Anfang geht das so los. Auf dem Boot klopfst du dich mit unfassbar vielen Figuren. Ob die nur alle Frostfiguren waren, das kriege ich nicht mehr zusammen. What the heck ist das denn? Etwas hält uns fest! Backbord! Eine Harpune! Ich befreie uns! Gleich jedenfalls. Was bist du denn? Was haben wir denn jetzt hier für Figuren? Das sind alles Erfahrungspunkte, nehme ich mal an. Ne? Also immer schön draufhauen. Alles Erfahrung. Kann doch nicht. Können wir noch nicht. Kann er nicht. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Weg damit. Ich spiele schon von Anfang an. Der erste hat auch schon mit. Ja, also für mich ist es der erste Teil, das stimmt. Und ich habe tatsächlich viel verpasst. Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Ich wünschte auch, ich hätte mehr gespielt. Aber ich bin gesagt noch dran, gerade die ersten Szenen zu spielen von God of War Teil 1. Wieso kriege ich denn da den muss ich mit der Axt runterschießen, wie es aussieht. Aber die Axt, die blockiert er doch eh. Aber gut, zum Runterschießen reicht's. Immer schön weggekippen. Geht mir ein bisschen auf den Keks, ne, muss ich mal sagen. Aber guck mal, selbst die nehmen Schaden von der Axt, okay. Aber nicht. Oh. Nicht alle. Kann ich das Feuer eigentlich wieder anmachen? Das Ende war ja schon aus, ne?
Immer weg mit denen. Immer weg. Immer weg, 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 weg. Alle weghauen. Die sind auch nicht stark, ne? Die nerven halt nur. Ausschließlich nervig. Was war das jetzt? Hab ich irgendwas bitte erwischt gerade? Ich war wie gestunt gerade. Erstmal hier immer schön alles einsammeln. Weg damit! Was machen denn die hier an dem Eis? Sinnlos dran rumfummeln tun die. Unqualifizierte Larven. Lass doch mal meine Flammen in Ruhe. Ja, bei so einer Kälte wird er wahrscheinlich ein Lagerfeuer in der Art gleich anbleiben im echten Leben. Und die hören nicht auf, die kommen immer mehr. Wir fliegen doch, wo kommen die denn eigentlich her? Wieder ein Anker. Ja, alles klar. Das zerreißt das Boot in Haufen Teile hier. Was höre ich da? Ich höre immer so eine Hexen, ne? Aber das ist vielleicht... Vielleicht haben wir ja die Ghoulweg hier. Aha, alles klar. Die müssen wir mal loswerden gleich. Die Ghoulweg. Weg ist er. Okay, gut, sehr gut. Das war notwendig. Die muss weg. Ah, da ist noch so ein Vieh. Erstmal die ganzen Fliegenviecher. Die müssen weg. Die sind nämlich auch ganz schlimm. Bogen. Immer schön mit dem Bogen stunnen, ne? Das ist gut. Vorsicht, rechts! Ja, momentan gesundheitstechnisch kein Problem. Wir kommen zurecht. Weg damit! Hau raus! Aber wer schießt die Anker? Wo kommen die denn her? Wer schießt von da unten mit großen Riesenankern hier hoch? Mimir, wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder die Klingen? Haben wir nicht noch... Guck mal, hier können wir Feuer wieder anmachen, oder? Ja, guck mal! Wir hatten doch aber drei. Warum ist jetzt bloß zwei Stellen? Sehr schön. Ich habe nämlich eins vorhin vergessen, wieder einzuschalten. Jetzt haben wir's. Aber wir müssen gleich schon zum Ende kommen. Ich habe gar nicht mehr viel Zeit. Oh, der... Gleich mal direkt umbringen, einfach. Wir sticken das Feuer! Backbord! Backbord! Okay, ich geh mal schnell rüber und mach das Feuer wieder an. Gleich, Gokin. Gokin, ewigen kurzen Prozess hier gleich. Ja.
Oh Mann, das sind aber so viele. Das Feuer ist auf. Schon wieder, ne? Wieder ein... Oh! Harpunen! Wir hängen wieder fest! Bruder, der Bug des Boots wurde harponiert! Von hinten! Okay, pass auf, jetzt gehen wir erstmal das Feuer wieder anmachen hier. Machen wir gleich alles für eine Mal hier. Feuer an und Gegner platt. Jetzt muss ich irgendwie dieses riesen Gorilla-Vieh loswerden. Gar kein Bock. Wie kriege ich das jetzt unter Kontrolle hier? Ja, der hat bitte getroffen. Okay. Haben wir erstmal die anderen am Start hinweg. Okay, die anderen sind mal los. Sind so, tatsächlich sind die gar nicht mehr so schwer. Die sind zu schaffen, sind die, ne? Okay, den haben wir. So, jetzt noch irgendwelche, da laufen noch Figuren rum. Da zertrammeln wir die gleich. Aber wir die hässlichen. Ach man. Geh nicht auf den Bug! Er wird abbrechen! Aber wir müssen die Harpune lösen! Okay, wo gehen wir denn hin? Wo ist denn eine Harpune? Wo sind die denn jetzt, die Dinger? Manne! Da vorne ist was Leuchtendes. Hier erstmal schön, nicht vergessen einzusammeln. Ja, dann brechen wir halt den ganzen Bug ab. Ist das da vorne die Stelle, wo die Statue... Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Jetzt macht das Feuer aus, ne? Oh, nee, macht's richtig an. Oh, nein! Oh, das ist der alte Kratos. Guck mal. Los, komm! Wir müssen weg! Du sagst... Weg hier! Sieh doch! Das ist die Statue, die da steht, ne? Ich hab nen Plan! Spring! Das fliegende Schiff von Helheim. Kennt man. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Geheime Kammer von Odin, da waren wir schon mal. Diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. So, irgendwo ist noch die Axt. Ja, die ist hier. Na, hier können wir... Entweder gehen wir hier raus. Aber da sammeln wir erstmal eine Kiste ein. Hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Das
So, Auge der Außenwelt. Es ist ein Zauber. Gibt's hier irgendwas, was wir einsammeln können? Da ist nichts. Die Kiste haben wir. Ein bisschen Silber, aber das ist halt wirklich minimal. So, dann können wir hier ja raus. Weil hier können wir nicht raus. Zum Glück haben wir das. War schlau. Das waren bestimmt 15 Stellen, oder? Zwei reichen. Okay. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Ah, okay, ich sehe gerade. Da hätten wir also vielleicht vorhin was kaputt machen können, aber da liegt auch kein Silber drin. Jetzt sind wir in Odins geheimem Raum. Sieh doch mal, die fehlende Tafel über Tyr. Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Da oben ist ein griechisches Zeichen. Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Da oben ist ein griechisches Zeichen. Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das ist etwas ungelegen. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das erkenne ich zu gut. Das ist ein Omega, ein großes Omega. Oh. Seine Augen, es sind Juwelen, wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Okay, jetzt ist es so, dass wir wahrscheinlich jetzt hier drüben, wenn wir da jetzt lang gehen, irgendwann müssen wir bestimmt wieder in Brocks Kammer kommen, oder? Na gut, ich würde jetzt einfach Folgendes machen. Ich stelle mich jetzt hier hin, speichere das jetzt ab und mache das beim nächsten Mal weiter. Für heute mache ich nämlich Schluss. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.